Die Märkte werden auch in der kommenden Woche vor einem Balanceakt stehen. Und dann begrüße ich euch herzlich zum Wochenausblick von tradingportal.net. Ja, einen Balanceakt musste der DAX heute bzw. in der vergangenen Woche, vergangene Handelswoche schon absolvieren. Die US-Tech-Werte als Underperformer haben doch ordentlich gedrückt, aber der DAX klammert und ja, er fährt quasi am Abhang entlang am Juni-Trend. Kann die Schwäche im US-Markt bei den US-Techs den DAX am Ende in den Abgrund schubsen? Ja oder nein? In der kommenden Woche kann es in der Tat dafür interessant werden. Es stehen ja doch viele Impulsgeber an. Wir haben den großen Verfallstermin am Freitag. Wir haben die geldpolitischen Entscheidungen der amerikanischen Notenbank Fed, ganz großer Termin, aber auch die Bank von England und die Bank von Japan verkünden ihre geldpolitischen Entscheidungen. Also ein bisschen die Woche der Notenbanken, außer natürlich neues Stimulusprogramm der US-Regierung hängt immer noch in der Schwebe und vor allem aber auch Brexit. Am Montag bereits eine große Abstimmung im Unterhaus. Es droht wirklich, dass harte Brexit-Szenario, Scheitern der Verhandlungen. Und so kann es sein, dass die Fahrt am Abhang entlang so langsam vielleicht entscheidend werden könnte. Und vielleicht geben nun gerade ausgerechnet die Tech-Werte, die so viel gepusht haben, den entscheidenden Schubser hinunter. Wir werden es sehr bald sehen. Damit erstmal willkommen zum Wochenausblick. Der Wochenausblick ist immer etwas ausführlicher, deswegen gibt es nun auch so eine einzelne Kapitel morgen, die ihr in der Beschreibung sehen könnt, aber auch in der roten Abspielleiste könnt ihr diese Kapitel morgen sehen und hin und her springen, damit ihr auch so ein passendes Thema finden könnt. Zuvor, bevor wir auf die DAX-Analyse übergehen, ein paar übergeordnete Bilder und ein paar allgemeine Grafiken. Vergangene Woche hatte ich euch eben erwähnt, US-Indizes haben wieder schwächer geschlossen. Nasdaq der Underperformer erneut gewesen, also der Highflyer mit Schwäche, -11% seit dem Hochpunkt. Die schwächste Woche war das auch wieder seit 6 Monaten. Also da ist schon etwas im Argen. Man sollte nicht vergessen, bewegen uns Richtung Monatsende und dieses Monatsende ist auch das Quartalsende. Also die Bilder schauen wir uns gleich an, aber es könnte besonders interessant sein, wenn ausgerechnet jetzt größere Schwäche auftritt. Da könnten übergeordnete Kerzenkörper, Quartalskerzen, nicht nur die Monatskerzen, sondern auch Quartalskerzen, eine ganz unschöne Form annehmen. Also Nasdaq weiter Underperformer. Es gab eine kurze Gegenbewegung, aber die sehen wir uns auch nachher nochmal im Shortbit an, wohin die geführt hat und dass das eigentlich kein gutes Zeichen war. Am Ende wieder schwächer geschlossen und trotz der Schwäche sehen wir aber trotzdem hier in dieser Jahresperformance der US-Indizes, hier, mein Gott, dass gar nicht viel passiert ist, weil man so eine gigantische Rallye vorher gesehen hat, dass ein erster Rücksetzer gar nicht groß ins Bild fällt. Nasdaq weiterhin mit positiver Jahresperformance von +27%, also im Jahr 2020, ne, im Jahr der Pandemie, der weltweiten Rezession, so eine große Performance hingelegt. Der DAX ist hingegen wieder mit -3% auf Jahressicht ins Minus gerutscht. Ja, warum laufen die so hoch? Wer läuft so hoch? Wir hatten es häufiger erwähnt. Es sind vor allem die Tech-Werte, die eben dominieren. Die großen Tech-Werte, hier ist Fangman, wie man das nennen möchte. Also Facebook, Apple, Amazon, Google ist da drin, Netflix, Microsoft, Nvidia. Die trotz dieser Schwäche der Tech-Werte haben sie immer noch, also dieser anfänglichen Schwäche von -11%, klingt dramatisch, aber man muss das in Relation setzen zum Anstieg. Trotz dieser Schwäche, die wir gesehen haben in dieser und der vergangenen Woche, machen allein die Fangman, diese genannten Werte, noch 25% vom gesamten S&P 500 aus. Also sie dominieren immer noch den Index und können eben durch Schwäche durchaus sehr belasten. Durch diese Dominanz entstehen auch solche Bilder der Marktbreite. Dass die Marktbreite hat man schon öfters thematisiert und nicht hinterherkommt. Hier grün zu sehen, der S&P 500, sehr hoch steht er, Richtung Allzeithoch gelaufen, stets neue Allzeithochpunkte ausgebildet. Aber die Marktbreite, die meisten Werte an der Wall Street haben noch nicht mal ihr 52-Wochen-Hoch erreicht. Also die meisten Werte machen diese Rallye nicht mit, aber sie werden, der Index wird eben hochgepusht, weil die großen Werte, die großen Tech-Werte eben diesen Index dominieren, übernommen haben, möchte man fast sagen. Und dadurch entstehen eben solche Divergenzen. Die meisten gehen nicht nach oben, aber durch die Tech steigt eben der Gesamtindex an. Ja, warum steigt da? Ein Grund ist natürlich
Auch die Gier nach dem Wachstumswerten ist wieder so hoch wie zur Dotcom-Bubble, sogar noch etwas größer. Dass die Value-Werte, diese defensiven Werte, diese Traditionsunternehmen, die eben ein solides Wachstum aufweisen, Dividendenwerte sind es auch, sind einfach nicht gefragt. Man möchte jetzt die Tags, man möchte Wachstum, man möchte die Fantasie und geht wirklich so stark hinein wie letztmalig zur Dotcom-Bubble. Defensive Werte, Dividendentitel sind einfach nicht gefragt. Und das ist auch dann die große Frage, ob das ein gutes Zeichen ist. Man sieht dann auch die Übertreibung in den Marktbewertungen, dass das dann Blasenbildung durchaus fördert. Und wer hat die letzte Rallye so befeuert? Das ist auch ein interessantes Bild. Hier mal die Anstiegssequenz seit Frühjahr und die einzelnen Komponenten, die eben diese Rallye befeuert haben. Interessanteste Unterschied sind wahrscheinlich die privaten und die institutionellen Anleger. Die institutionellen Anleger waren zum Auftakt der Gegenbewegung. Im Frühjahr waren sie ganz groß dabei, hier so gelb zu sehen. Die privaten gar nicht. Robin Hutter hier, speziell für USA hinterlegt, gar nicht dabei gewesen. Aber jetzt, gerade in den Sommermonaten, komplett gedreht. Die institutionellen Anleger fast komplett raus, gar nicht mehr dabei. Auch die CEOs haben mir auch verkauft, Insiderverkäufe. Also war ja schon ein großes Warnsignal, die alle rausgehen. Dafür sind die Robin Hutter jetzt richtig massiv reingegangen. Sind einer der großen Kurstreiber, dass die letzten Privaten quasi jetzt und auch die auch befeuert durch diverse Aktiensplits werden die ja befeuert, können nochmal günstiger nachkaufen, in Anführungsstrichen. Die sind ja jetzt die großen Träger dieser Rallye. Und das ist eigentlich immer ein Warnsignal gewesen. Wenn die letzten Privaten auch noch reingehen, nennt man zum Teil auch Hausfrauenrallye. Wenn jetzt die Hausfrau auch noch eine Aktie kaufen möchte, ja, dann wird die Luft langsam dünn. Gut, das soll das Bild gewesen sein. Bisschen Blick zurück auf die vergangene Woche. Jetzt schauen wir mal hinein in einzelne Shortbilder. Wir beginnen immer mit einem übergeordneten Bild, um das die aktuelle Marktphase etwas einzusortieren. Ruhig mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen, Vergleiche ziehen, finde ich immer sehr wichtig, damit man sich nur auf die kleinen Shortbilder konzentriert und dann vielleicht den Blick auf das wirklich ganz groß Interessante verliert. Und wir gehen wieder hinein, damit in unserem Chart. Wir beginnen mit den S&P 500. Ihr kennt es letztendlich schon, alle, die diesen Kanal abonniert haben oder auf der Seite verfolgen. Dieses Grafik zeige ich euch wirklich schon das ganze Jahr, auch im vergangenen Jahr schon gezeigt, dass wir hochgelaufen sind. Das ist der S&P 500 Quartalschart. Jede Karte stellt ein Quartal da seit 1990. Ganz großes Bild. Und ich habe auf das Muster hingewiesen, seit den 90er Jahren, 10 Jahre sind wir nach oben gelaufen, zur Dotcom-Bubble hier gesehen. Sind dann bei der Dotcom-Bubble 2000 in eine 10-jährige Korrektur-Konsolidierungsphase gelaufen, mit Spitze minus 57% nach unten. Und dann mit der Finanzkrise, Boden der Finanzkrise, jetzt die Finanzkrise, jetzt der Boden der Finanzkrise, gab es wieder einen Anstieg von gut 10 Jahren hoch. Jetzt unsere aktuelle Quartalskerze ist hier zu sehen. Und wir haben bei gut 3540 wurde die Dimension exakt nochmal nachgebildet. 430% nach oben seit der Finanzkrise, 10 Jahre. Und identisch mit den 10 Jahren, 90er Jahre, zoom Dotcom-Bubble auch 430% nach oben. Hätte man hier oben dieses Muster nochmal komplettiert. Also Faktor Zeit und Faktor Dimension ergeben hier ein wunderbares Muster, sind nun in diesem Monat oben angekommen. Angesteuert und genau dort haben wir nun tritt nun erstmal Schwäche auf und es wird sehr interessant, weil es der Quartalschart, ich hatte es schon erwähnt, wir haben den September, Monatsschluss September ist diesmal auch Quartalsschluss, da wird diese Quartalskerze fertig ausgebildet und wir sehen schon, wir lassen hier so langsam, lassen wir ja ein Docht stehen. Also die Bullen brauchen eigentlich in den Monatsabschluss noch ein Hochkauf, damit sie hier an diesem übergeordneten Ziel von dem Muster seit 1990, was so gut passt, von 10 Jahre hoch, 10 Jahre Korrektur, 10 Jahre hoch, damit das Muster jetzt nicht vielleicht noch Form annimmt, müssten die Bullen jetzt eigentlich hochsteigen und das Monatshoch noch herausnehmen. Ich hatte es euch gesagt, der S&P 500, wenn er bis November, Anfang November, die Marke 3630 erreicht, hätte er die stärkste Rallye seiner Geschichte erlebt. Keine war bisher stärker. Und das im Jahr 2020, im Jahr der Pandemie, im Jahr der weltweiten Rezession mit extremen BIP-Rückgängen. Also das ist schon sehr interessant, sehr massiv. Da stimmt doch etwas nicht. Aber wir tendieren ausgerechnet jetzt in dem letzten Monat des Quartals zu Schwäche. Und diese Quartalskerze, ja, bisher steht ja ein Abpraller an dieser wichtigen, wichtigen Zone.
Und wenn das Muster bestand hat, 10 Jahre Anstieg, 10 Jahre Korrektur, 10 Jahre Anstieg, auch in der gleichen Dimension, ja, dann steht vielleicht, wenn das dieses sehr große übergeordnete Bild, muss ich mal immer wieder sagen, steht vielleicht in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren dann auch mal eine schwierige Phase an. Das war jetzt nicht nur 55% nach unten hier, seit der Dotcom-Bubble, es war natürlich volatil, das alte Hoch hat man mal gesehen, es ist eine Konsolidierung, aber die große Anstiegssequenz könnte beendet sein, wenn dieses Muster Bestand hat. Interessant finde ich eben auch, damals ging 57% nach unten, jetzt von diesem Hochpunkt 57% nach unten, man wäre genau hier bei knapp 1500, bei dieser Zone, wo im Dotcom-Bubble-Finanzkrise ihren Hochpunkt gesehen haben. Es wäre eigentlich eine wunderschöne Rebound-Zone. Es war ein ganz großes Bild, aber auch die großen Bilder passen charttechnisch zusammen. Schöner Rebound und dann ganz großes Allzeithoch abzuprallen. Ein ganz großes Bild muss ich immer wieder erwähnen. Also dieses Muster hier vom S&P 500 im Quartage passt sehr gut, Dimension Zeit und Ausdehnung. Und ausgerechnet jetzt in diesen letzten 2 Wochen, in diesem Quartal, droht Schwäche und die Quartalskarte trübt sich ausgerechnet an dieser übergeordneten Zielmarke ein. Also dieses Bild werden wir weiter verfolgen. Bisher ist es wirklich sehr spannend und es scheint zumindest in diesem Bereich Schwäche aufzukommen. S&P 500 schauen wir uns jetzt nochmal an, und zwar im Wochenchart. Ich hatte euch diesen auch schon gezeigt. Ist das Broadening Top, was wir haben. Seit 2018 haben wir oben angeklopft. Ausgerechnet diese 3540, die ich euch eben im ganz großen Bild gezeigt habe, ist hier eben auch die Oberkante gewesen. Wochenchart, Vorwoche, letzte Woche. Nochmal ein Wochenminus ausgebildet, sind leicht in das Panikgap hineingelaufen vom Frühjahr. Und ja, da steht eben auch der Abpraller. Das ist die große Rallye, die wir gesehen haben. Und eigentlich müssen die Bullen dort drüber und brauchen noch wirklich eine scharfe Gegenwehr in den Monatsschluss hinein. Ansonsten trübt eben auch die Monatskerze ein. Ich kann ja kurz die Monatskerze mal zeigen. Das ist hier die Monatskerze September mit Abpraller an dieser wichtigen Zone. Und es war die erste rote Monatskerze seit März, also seit dem Corona-Abverkauf. Seitdem ging es ja nur nach oben. Neues Allzeithoch sogar ausgebildet. Jetzt erstmals eine Monatskerze rot, zumindest aktuell, und kann ja noch hochgekauft werden, aber aktuell sieht sie sehr rot aus. Quartalskerze trübt sich ein und das ausgerechnet an dieser wichtigen Marke, die ich euch genannt habe. Also sehr interessantes Bild, Schwäche an einer sehr wichtigen Zone im US-Markt. Wir gehen weiter im den Grafiken. Wir gucken, diese Grafik habe ich euch häufiger schon gezeigt. DAX Performance Index, hier unten zu sehen, leicht gelblich ist der S&P 500 und eben die Divergenz zum Nasdaq 100 wieder extrem hoch. Auch seit 1990 diese Grafik. Wir hatten hier die Dotcom-Bubble, da war die Divergenz auch schon mal sehr groß. Ne? Die Tech-Werte, die extrem dominiert haben. Nicht nur die ganz großen, auch viele kleine waren dabei, aber die großen haben natürlich für den meisten Anstieg gesorgt, weil sie eben den Index so dominieren. Hier die Finanzkrise war auch die Divergenz natürlich etwas kleiner. Und nun ist er wieder extrem aufgegangen, viel größer mittlerweile als zur Dotcom-Bubble. Diesmal auch noch mehr größere Werte, die hier dominieren. Und ja, kurz danach, ihr seht es ja selbst, hat sich diese Divergenz immer wieder abgebaut. Ne? Es war erst im letzten Schritt passiert es immer, dass die Divergenz abgebaut hat und sich der breite Markt, nenne ich es mal, mit den Tech-Werten wieder anpasst, hier auch so Finanzkrise. Und jetzt hier die Frage: Ist es unvorstellbar, dass sich wieder anpassen, obwohl viele Techs immer schon sehr große Bewertungen haben? Ich lese es auch immer im Kommentarbereich: Ja, aber die verdienen doch jetzt Geld. Ja, Apple verdient Geld. Apple ist ein wunderbares Unternehmen, möchte ich alles ja nicht sagen. Amazon auch. Aber die Bewertungen, die passen eben trotzdem nicht zusammen. Es können keine Mondbewertungen sein. Damals Cisco war ja auch dabei, Microsoft war dabei. Die haben ja früher auch Geld verdient. Ja, Cisco hat nie wieder den Hochstand gesehen von 2000 oder Deutsche Telekom bei uns. Die haben auch Geld verdient. Das ist auch eine Story, die ist doch solide. Und da kann man Geld verdienen, aber die sind auch, was weiß ich, von 100 Euro auf irgendwas 10, 15 € runtergefallen, nie wieder so einen Höchststand gelaufen. Verdienen trotzdem Geld, haben früher Geld verdient, verdienen immer noch Geld. Aber die Bewertung muss trotzdem zum Unternehmen passen. Und das ist wieder eine extreme Divergenz, die offen ist. Ist die große Frage, wird sie wieder geschlossen im zweiten Schritt, so wie es zur Dotcom-Bubble war, so wie es zur Finanzkrise war? Oder bleiben das einfach oder gehen die Mondbewertungen weiter? Ich wäre skeptisch, ob sich die Geschichte wirklich hier nicht wiederholen könnte, zumindest ansatzweise hier eine Schließung stattfinden wird.
Ja, und einen kleinen Bogen haben wir ja schon drin, aber zu sehen, dass diese 11%, die wir gesehen haben, in den vergangenen 2 Wochen im übergeordneten Bild gar nichts sind. Die sind bisher gar nichts, weil wir eben auch eine massive Rallye gesehen haben. Ja, und wir hatten ja dieses Bild hier auch, der vorher überraschend im Trading Chat auf tradingportal.net wurde es mehrfach angesprochen. Ja, der DAX ist ja so ein Outperformer, das gibt es ja gar nicht, der geht gar nicht mit dem US-Markt mit. Ah, das muss man auch im Kontext sehen. Hier ist das gleiche Bild vom eben, ne? Und die Tech-Werte gibt S&P 500, darunter der DAX Performance Index. Er hat letztendlich in den letzten 30 Tagen, er ist einfach nicht nach oben gelaufen. Er ist aber auch nicht nach oben gelaufen im August, als die US-Werte weiter ihre Rallye fortgesetzt haben, wirklich scharf nach oben gelaufen sind. Neue Allzeithochstellen in Nasdaq, S&P 500, ist der DAX nicht mitgelaufen. Er ist mit Handbremse zurückgeblieben, Divergenz aufgebaut. Und diese Divergenz, wie ihr hier sehen könnt, hat der DAX in seiner Outperformance, die man jetzt sehen möchte, wieder abgebaut. Aber letztendlich ist er nur stabil geblieben. Und diese Divergenz, die aufgebaut im August ausgebildet wurde durch die Rallye am US-Markt, wurde jetzt einfach nur wieder auf Null gesetzt. Also deswegen wird es nicht als Outperformance sehen, ist einfach wieder zurück zum Normalzustand. Übergeordnet ist die Divergenz sowieso noch offen, haben wir ja im Chartbild davor gesehen. Aber jetzt könnte die Outperformance eben vorbei sein. Diese Divergenz ist abgebaut und Schwäche am US-Markt könnte jetzt den DAX auch wieder belasten. Es könnte also interessant sein, dass er seine vermeintliche Outperformance jetzt in der kommenden Woche verlieren könnte und den US-Werten dann wieder 1 zu 1 nachdackelt, ob nur nach oben oder nach unten. Weiter im Bild Nasdaq, auch seit 1990 nochmal zu sehen. Hier ist die rauf zur Dotcom-Bubble. Aktuelle Hosse. Dotcom-Bubble wurde schön korrigiert bis zum 50er Retrace, wenn sogar etwas darüber. Eine saubere Korrektur. Und wir sehen hier die Noten. Nennen wir es einfach mal Notenbankhosse, dass die eben hochgezogen ist und man keine Korrektur gesehen hat. 23,6er Retracement hat man getestet, ist aber keine saubere Korrektur dieser großen Bewegung, weil der Nasdaq ist eben diese Hosse, diese größte und längste Hosse, die es jemals gab, immer noch aktiv. Aber wir sehen hier oben eben auch, dass der Monatschart, hier gibt es eben auch erstmals eine rote Monatskerze. Ja, der Monat ist noch nicht vorbei. Vielleicht gibt es noch mega Rallye jetzt in den letzten 2 Wochen. Aber es droht nach den letzten 1, 2, 3, 4, 5 grünen Monatskerzen am Stück steil nach oben. Allzeithoch noch getoppt, droht nun die erste rote Monatskerze. Man ist sogar aus dem oberen Bollinger Band rausgelaufen. Und nun tendiert man wieder am oberen dran. Also vielleicht gibt es wirklich die erste Eintrübung. Es ist noch keine große Umkehr. Muss, wie gesagt, die 11%, die wir erwähnt haben, die sieht man hier in diesen großen Bildern dieser Hosse eben gar nicht. Eine große Korrektur, also 50er Retracement, 61er Retracement, eine normale Korrektur einer großen Bewegung, die eigentlich hier führen müsste, wie damals auch zur Dotcom-Bubble, die müsste den Index ja eigentlich halbieren. Bisher nicht viel passiert, diese 11% fallen nicht ins Gewicht, aber sie kommen eben zum Monatsabschluss, wo eben auch der Quartalsabschluss ist. Und eingetrübte Quartalskerzen sind durchaus schon ein großes Warnsignal. Gut, weiter im Bild Nasdaq nochmal, jetzt als Tageschart. Jede Kerze stellt einen Tag dar. Hier war der Hosse-Aufwärtstrendkanal, der 10 Jahre aktiv war, der Aufwärtstrendkanal. Dann ist man oben rausgebrochen, sogar noch beschleunigt, hat man Allzeithoch, das alte Allzeithoch herausgenommen im Jahre 2020. Das muss man einfach sagen, wo man eine Rezession ist und auch Apple nicht, was weiß ich, 500% mehr iPhones verkaufen wird. Die werden auch kochen da auch nur mit Wasser und werden nicht extreme Verkäufe melden können. Und trotzdem sind die Kurse explodiert, der TAX. Man ist deutlich über das Allzeithoch gelaufen, aber das Muster, ich hatte es ja im vergangenen Video schon erklärt, dass hier das mittlere Bollinger Band zu sehen ist, dieses Muster haben wir verloren in der vergangenen Woche. Deshalb ja auf die Rallye seit dem Frühjahr und immer hier grau zu sehen, gab es immer den Rücksetzer zum mittleren Bollinger Band. Rücksetzer, mittlere Bollinger Band, Rücksetzer, wurde wieder an so einer Perlenschnur ist die Rallye nach oben gelaufen und hat man hier den Fall zurück unter das mittlere Bollinger Band und dann vergangene Woche kurze Gegenbewegung, haben wir ja gesehen, haben wir im Video auch thematisiert, im Tagesausblick, sind wir wieder ans Bollinger Band rangelaufen hier oben, aber bloß von unten getestet und abgeprallt. Das ist schon ein kleines Warnsignal, das eigentlich bestätigen Charakter, dass eben dieses Muster gebrochen ist. Und eigentlich wäre der Weg hier zum unteren Bollinger Band und hier zum Hosse-Aufwärtstrend Oberkant, das ist ja kein Weg bisher, ne? Das ist noch nicht mal eine ordentliche Korrektur, wäre das eigentlich erstmal offen, dass diese Zone hier
aktiv ist in der Nasdaq. Interessant eben auch hier der GD200. In der Spitze war der Abstand 33% zur 200-Tage-Linie, was immer, die immer mal normal gekreuzt wird, angelaufen wird in einer normalen Konsolidierung. Aber 33% nach unten fallen, das wäre ja schon fast ein Crash, um mal eine normale Konsolidierung zu sehen. Anstieg im Übrigen seit, ja, seit dem März bei knapp 83, 84% gewesen. Also man müsste sich auch nicht wundern, wenn man auch irgendwann mal wieder die 200-Tage-Linie testet, denn man testet sie immer wieder. Also dass man sie nie mehr sehen wird, das wird nicht vorkommen. Sie wird auch wieder anklopfen. Aktuell ist sie ja bei 9.400 angesiedelt. Also Nasdaq, Muster der Rallye gebrochen. Bruch in der vergangenen Woche durch diesen Rebound am mittleren Bollinger von der Unterseite bestätigt. Sehr interessant. Es kann eigentlich noch was nachkommen in der nächsten Woche. Und wir hatten es ja eben gesehen, dass Divergenz DAX und TEX abgebaut ist. Es kann sein, dass der DAX diesmal hinterher wackeln muss. Und damit kommen wir auch zum DAX-Quartalschart. Jede Karte stellt ein Quartal dar. Wir haben hier 90er Jahre. Finanzkrise nochmal eingezeichnet, auch die Rezession. Hier ist die Rezession angezeichnet, hier ist Dotcom-Bubble, da hier ist die Finanzkrise und dann die Notenbank-Hossa und hier ist eben die Pandemie zu sehen. Habe ich jetzt nicht mal eingezeichnet, weil das Bild jetzt stören würde, wo man hinschauen möchte. Was fällt auf? Es fällt auf, dass das hier verdammt kurzer Zeitraum ist, um wieder auf den Ursprungspunkt zurückzukommen. Das hat man hier so nicht. Ne? In Dotcom-Bubble geplatzt, runter sind wir 3 Jahre gelaufen, hoch sind wir 4 Jahre gelaufen. Da hat man nach quasi 7 Jahren hat man wieder den Ursprung erreicht. Zur Finanzkrise haben wir 2007 den Hochpunkt 2013 wieder erreicht. Also auch mehrere Jahre, 6 Jahre hat dies benötigt. Und jetzt hier haben wir nicht mal ganz 2 Quartale benötigt. Ist das ein Zeichen? Okay, das ist alles gegessen, war ja alles gar nicht so schlimm. Von Sachen V-Erholung hatten wir ja schon in den anderen Videos häufig thematisiert, dass das eben nicht so ganz klappt und die Dynamik der Erholung ziemlich zum Erliegen gekommen ist. Aber hier 2 Quartale bloß, ist das vielleicht erst der Auftakt? Hat das Muster Bestand, dass man große Marktbewegungen, Marktphasen, dass die eigentlich Jahre benötigen und nicht nur 2 Quartale, dass man hier vielleicht in einem volatilen Bereich bleiben werden und man nach 2 Quartalen doch nicht alles verloren hat. Also der Unterschied hier, die zeitliche Komponente ist einfach sehr, sehr auffällig. Quartalskerzen, ich hatte es euch gesagt, September wird der Quartals Abschluss stattfinden. 13.200 knapp ist eine wichtige Marke, die wir haben. Eine wichtige Marke, die wir haben. Und oberhalb können die Bullen hoffen, dass es sogar Richtungs Allzeithoch laufen kann. Wenn wir Quartalsschluss oberhalb, Quartalswechsel oberhalb sehen, dann ist es wirklich möglich, dass man das Allzeithoch im nächsten Quartal vielleicht als Jahresendrallye, so kurios es wäre. Aber so ein hoher Quartalsschluss würde schon dafür sprechen, dass wir eben Richtung Allzeithoch laufen zum Jahreswechsel. Unterhalb der 13.2 bleibt der Bereich Richtung 11.6 aktiv. Ja, läuft auch das mittlere Bollinger Band, auch im kommenden Quartal, kommenden Monat ist es dann bei 11.6 verläuft es. Dort drunter fallen, dann auch auf Monats-, Quartals- und Monatsschluss, wäre dann wirklich schon eine ernste Eintrübung, wo man dann auch mal wieder Richtung 10.000, 10.300 laufen könnte oder sogar Richtung 9.5, was fast sauberer wäre im übergeordneten Bild. Also diese Quartalskerze vielleicht als Gipfelkerze und dann im nächsten Quartal die 11.6 mal unter Druck bringen, könnte man sich zumindest vorstellen. 11.6, 13.2 ist der neutrale Bereich auf Quartalssicht oberhalb. Quartalswechsel haben die Bullen sehr gute Karten in der Hand, das Allzeithoch zu erreichen. Auch zu sehen, dass so ein Gipfel Zeit benötigt. Hier waren 2 Kerzen, hier waren 2 Kerzen, hier waren es gut 2 Kerzen, hier waren sogar mal 3 Kerzen. Also 3 Quartale, 2 Quartale, dass eben hier, dass dieses Quartal eben durchaus bloß auch ein Gipfelquartal sein kann, wenn man eben die 13.200 nicht näher nimmt zum Quartalsschluss. Ja, diese Auffälligkeit sehen wir auch hier in diesem Bild. Hier ist der gleiche Grafik nochmal, bloß als Tagesschart, also detaillierter. Hier ist die Dotcom-Bubble hochgezogen, per SKS in die saubere Korrektur gegangen. Finanzkrise, Notenbank,
Häusler, aber hier ist eben auch der Unterschied zu sehen, dass man die ganzen Jahre benötigt hat, runterzulaufen, zu korrigieren und dann wieder aufs Ursprungniveau zu laufen. Ich hatte es ja eben thematisiert, dass es viele, viele Jahre waren. Diesmal ist das bloß diese Zone hier mit einer Rallye von gut 63%. Haben wir diese Gegenbewegung gesehen? Hier zur Finanzkrise waren es mal knapp 54, 55%, bevor dann die nächste Welle nach unten folgte. Diese Rallye gab es so noch nicht so stark als Counter-Rallye, aber vielleicht hat sie eben, ist es eben doch eine, weil das Muster hier, das Klammern jetzt hier, ist doch schon auffällig zu anderen Allzeithochständen, die wir gesehen haben. Saubere Bewegung wäre eigentlich mal, dass man hier die Verbindungslinie aus Dotcom-Bubble und Finanzkrise, die wir hier verletzt haben, in der Panikbewegung, dass man die eigentlich nochmal testen, auch wenn es extrem weit entfernt aussieht. Also übergeordnet 9,5 verläuft sie jetzt und damit auch bestätigen. Mal hier so verletzt, jetzt eine Bestätigung, um dann nochmal nach oben zu laufen, Richtung Allzeithoch, neues oder 14.000 sogar toppen, wäre eigentlich ein sehr, sehr sauberes Bild. 10,3 wäre aber schon eine sehr gute Zwischenmarke, wo man auch ausstoppen könnte, sofern man eben nicht das Allzeithoch hoch. Wenn man holt, wenn man das Allzeithoch holen, ja, dann wird man erstmal zur Oberkante laufen können. 14,5 wäre das. Also Spannung ist ja auf alle Fälle gegeben. Eine wichtige Zone, die übergeordnet auf gar keinen Fall verloren gehen darf, ist hier diese Verbindungslinie, auch beim US-Markt S&P 500 gesehen, Dotcom-Bubble und Finanzkrise. Haben wir fast getestet hier als der Panikbewegung. Man darf nicht unter die 8,1 fallen. Wenn man unter die 8,1 fallen, geht ja wirklich eine ganz, ganz große Falltür auf. Nachhaltig unter die 8,1. Darf es in keiner irgendeiner Panikbewegung. Kann ja aufkommen. Sieht alles nicht da aus. Man alle Dinge, es kann nichts mehr passieren. Aber diese 40%, die man innerhalb kürzester Zeit gesehen haben, schnellste Rutsch, 40% Rutsch, den es jemals gab in DAX, obwohl es ganz lockere Geldpolitik damals auch schon gab und 0% Zinsen, gab es diesen extrem schnellen Rutsch. Also Panik kann auch aufkommen, schnelle Bewegungen auslösen. Und wenn Panik, solche Panik aufkommen, sollte er die 8,1 im Auge behalten. Tiefer darf es wirklich nicht gehen. Wenn es tiefer geht, dann kann es sehr schmerzvoll werden. Aber dann könnte die Komponente Zeit, dass man Jahre braucht für solche neuen Marktphasen, wirklich aufgehen, dass man eben dann auch hier diese Phase, große Phase auf der Seite eben auch nachbilden kann. Ja, ich sage nicht, ob es passieren wird, ob es passieren kann. Ich sage nur, was passiert, wenn man bis dorthin fällt. Und sauber wäre es meiner Meinung nach schon, wenn man zumindest diese Verbindungslinie eben bei 9,5 nochmal testen würde oder zumindest bei 10,3, um hier irgendeine saubere Umkehrformationen hinzubekommen. Denn dieses Muster hier oben, ja, das fällt schon etwas auf. Können wir hier auch nochmal sehen, dass die Einstiegsbewegung kurz vorm Allzeithoch vor der DAX immer gerne abverkauft. Ja, und hier auch gerade mit so einem Doppeltop, wo die zweite Spitze höher gestellt ist, Allzeithoch aus 2017. Eigentlich war das seit 2015 immer wieder am Allzeithoch abverkauft. Hier ist das Allzeithoch aus diesem Jahr sogar. Auch ganz kurz bloß erreicht, wenige Punkte, sofort wieder abverkauft. Damals auch so mühsam hochgelaufen, so seitwärts, immer ein Stück nach oben, so entlang gehangelt. Das Geklammere, was wir aktuell hier auch haben, das erinnert mich doch ziemlich an den Jahreswechsel im Frühjahr. Kleben wir aktuell hier am Juni-Trend. Hier diese Verbindungslinie damals vom Frühjahr, wo der hier dann dynamisch aufgelöst wurde, läuft dann ausgerechnet auch hier mit unseren Hochpunkten zusammen. Auch sehr interessant, dass man sich da irgendwie nochmal zusammenfinden möchte. Vielleicht ist es auch ein Hinweis, dass die Ähnlichkeit wirklich sehr groß ist. Also der DAX wirklich im Klammermodus, ich hatte es ja bereits gesagt, und konnte sich der Tech-Schwäche oder der US-Schwäche entziehen, weil er eben zuvor diese Divergenz aufgebaut hat zum Tech-Wert. Aber diese ist jetzt, wie eingangs bereits gezeigt, abgebaut. Es kann sein, dass er nun auf Schwäche im US-Markt wieder 1:1 reagieren wird. Und wenn er 1:1 reagieren wird, kann sein, dass dieser Juni-Trend verloren geht und man nach unten durchbricht. Ja, wir gucken jetzt noch auf den DAX, was uns erwarten könnte. Beginn im DAX-Monatschart. Nicht durch die Pfeile verschrecken lassen. Wir gucken nur auf die aktuellen Zonen, die uns interessieren. Jede Kerze stellt einen Monat dar. Hier ist 2017 Hochpunkt, 2020 Allzeithoch, 2015 Allzeithoch. Wir bewegen uns seit 5 Jahren eigentlich in der Nähe der Allzeithochpunkte. Wir werden immer, wenn wir ein Allzeithoch erreichen, gerne mal wieder stark abverkauft. Das waren doch starke Abverkäufe. Wir können ja gucken, wie hoch das ist man da gelaufen. 25% ging es damals nach unten. Hier waren es 30%, hier waren es sogar 40%. 40% mit der Corona-Krise. Also
Wenn man Allzeit hoch erreicht, wurde der DAX zuletzt immer sehr gerne, in den letzten 5 Jahren sehr gerne heftig abverkauft, ohne dieses Allzeithoch zu sichern. Und dann stehen wir wieder sehr nahe am Allzeithoch, haben die letzten 4 Monatskerzen hier ausgebildet, sogar teilweise mit langen Dochten und ohne sich groß abzusetzen. Ist die Frage, ob das jetzt die Gipfelbildung ist, die ja durchaus lange sein kann, so eine Gipfelbildung. Hier war es auch die 4. Kerze, hat erst den Abverkauf gebracht. Hier war es, hier war die 5. Kerze, Monatskerze, den Abverkauf gebracht. Hier waren es auch mehrere. Also ähnlich wie im Quartalschart, braucht einfach so eine Zeit, so einen großen Gipfel auch auszubilden. Ist das hier der Gipfel? Ist nun die große Frage. Oder können wir uns weiter entlanghangeln Richtung 13,5 wäre großes Ziel noch. Darüber würde wirklich das Allzeit hochrufen. Das ist die große, große Frage. Auf Monatssicht hätten wir eigentlich erst bei 13,2, wir haben 13.190 knapp der GD38, also ab 13,2 kommen eigentlich 12.000, Entschuldigung, 12.200 kommen erst die großen Unterstützungen. Darunter das mittlere Bollinger Band bei 11.950 wird dann sehr interessant, wenn man Monatswechsel unterhalb sehen könnte, eben diese Zone hier. Wenn wir 12.000 hergeben, kann diese Zone in den Fokus rücken. Wir hätten noch die 11.6, hatte ich ja im Portalschart gezeigt, wichtiger Bereich, letzter Rettungsanker vielleicht. Aber wenn wir die 12.000 hergeben, mittlere Bollinger Band wieder hergeben, was nun im nächsten Monat wieder Richtung 12.000 marschiert, wenn man dort durchbrechen, kann es sein, dass diese Zone hier wieder aktiviert wird über die 11,6, 11,3, 10.870 zu den wichtigen gleitenden Durchschnitten, die im Gleichschritt marschieren. GD100, die verlaufen bei 10.600, 10.600 dann knapp wäre schon dann eine Zielmarke. Wenn man durch die 12.000 dynamisch durchbrechen, kann es sein, dass hier in diesem großen Monatschart jede Kerze einen Monat diese Zone aktiviert wird. Bisher sind wir von dieser wichtigen Supportzone ab 12.2, 12 bis 12.000 sind wir doch weit entfernt. Es bräuchte etwas Dynamik. Aber Dynamik, haben wir ja gesehen, kann schnell aufkommen. Also ein Abverkauf, wenn man große, große Monatskerzen gesehen, innerhalb von 2 Monaten war man unten angekommen, hat man 40% verloren. Also dieses kleine Seitwärtsgeschiebe kann etwas täuschen und gegebenenfalls bei viel Dynamik sehen wir ganz schnell solche Marken, die weit entfernt aussehen, erreicht werden. Deswegen nenne ich die euch immer 13,2 mittlere Bollinger, mal aktuell 11.950, aber zum nächsten Monat über die 12.000 steigen, wichtige Zone. Dort dürfen die, müssen diese Zone müssen die Bullen verteidigen, damit dieser Bereich nicht aufgeht. Wenn wir sogar den GD100 bei 10,6 brechen, ja, dann wäre sogar die Tür offen Richtung 9,5, was ich euch eben im großen Bild schon gezeigt, die Verbindungslinie, untere Verbindungslinie, Dotcom bei Finanzkrise, wäre dann dieser Cluster wieder aktiv. Alles oberhalb sind die Bullen im Vorteil, alles oberhalb der 12,2 Bullen klar im Vorteil, weiter hier Hangelmodus nach oben, 13,5, dann Richtung obere Bollinger Band könnte man analysieren, wo läuft es überhaupt bei 13.740 im nächsten Monat, wenn wir schon nah am Allzeithoch dran. Aber vielleicht sind denn diese Schwächetendenzen in den Monatskerzen auch ein Zeichen, dass es das Muster hier durchaus Bestand haben, dass man sich hochquält, mehrere Monatskerzen und dann doch am Allzeithoch oder nah am Allzeithoch wieder heftig abverkauft wird, so wie es seit 2015 ist und Abverkäufe dann im Durchschnitt 25% plus betragen haben. Gut, wir gehen mal weiter in den Wochenchart hinein. Da kann man mehr sehen, was uns erwarten kann in den nächsten Wochen. Jede Kerze stellt eine Woche dar. Hier ist der Juni-Aufwärtstrend, das große Geglamour am Juni-Aufwärtstrend. Diesmal sogar ein positiver Performance. Outperformer in Anführungsstriche, aber Divergenz abgebaut zum US-Markt. Deswegen kann die Outperformance nun verloren gehen. Die wichtige, ich hatte es euch gesagt, wichtige Bereich sollte sein, in der vergangenen Woche die 12.920 oberhalb oder unterhalb hereinkommen, entscheidet über die Range oberhalb, bullische Range Richtung 165. Aktive sind oberhalb reingekommen, direkt am ersten Tag, direkt in den ersten Stunden sogar verteidigt und dadurch war die Spanne hier oben aktiviert. Wir haben sie sogar drüber hinweggeschossen, oberhalb der 165 war die 315 aktiv. Tief haben wir gesehen. Am Ende sind wir ganz nah an der 165, Future sogar noch tiefer geschlossen. Und genau diese Zone hier, 13.165, 230, 250, das ist so eine wichtige Zone. Ja, die gab es jetzt auch im Monatschart, habe ich euch jetzt nicht gezeigt, sind die Schlusskurse gewesen der Vormonatskerzen. Also
165, 230, 250. Wichtige, wichtige Zone. Ja, auch in der kommenden Woche. Deswegen ist hier der Pfeil dran. Wenn wir oberhalb reinkommen, haben die Bullen erstmal wieder die besten Karten auf der Hand, die Range über 315 auszubilden. Aber wenn man schon so hoch reinkommt, ist es auch wahrscheinlich, dass man mal drüber spiken kann wieder und sogar in diese Range wieder hineingehen kann. In diesen Cluster aktivieren für Richtung 470 und 500 als ersten Schritt quasi. Gap, dieses Panik-Gap haben wir nicht ganz geschlossen. Könnte man bei der 500 dann komplett schließen. Und bei 560 wäre auch das unechte Gap dann zu, also bis zum Schlusskurs würde das dann gehen. Und würde genau in dieser Zone würde dann ausgerechnet auch diese Verbindungslinie verlaufen. Aber das wäre die sehr bullische Komponente. Nenne ich euch aber, wenn wir oberhalb reinkommen, 165 gesagt, 230, 250, wichtige, wichtige Zone, Wochen-, Monatssicht, ist eben die Spanne hier oben erstmal aktiv. Vorteile komplett auf Bullenseite. Dürfen mit US-Werte keine Schwäche mehr zeigen. 3,15, wie gesagt, Richtung 4,70 ist es, 500 Gap Close und darüber sogar die 5,60, 5,70 als nächste Zone. Fallen wir unter oder kommen wir unterhalb rein der 165, bleibt erstmal die Spanne der Vorwoche quasi aktiv in mehreren Zwischenwochen, die muss ich gleich nochmal anschauen im Tageschart. 29 wäre aber so eine wichtige Zone, die man 12.920, die man unbedingt verteidigen sollte. Darunter könnte eben der Juni-Aufwärtstrend brechen und erstmals größere Schwäche aufkommen. Könnte die Tür aufgehen über 57, 700 Richtung 610, darunter die 490 zu nennen. Und wenn wir dort durchbrechen, eben die große Supportzone, die ich euch bereits benannt habe im Monatschart ab 12.200. Hier kommen auch die ganzen gleitenden Durchschnitte an. Das ist die wichtige, wichtige Zone. Die wichtige Make-or-Break-Marke möchten wir es nennen. Oberhalb haben die Bullen immer die besten Karten. Oberhalb der 12.2, unterhalb wird es hingegen sehr ernst. Wenn man hier so durchbrechen würde, ist ja der Cluster reicht von 12.2 bis 11.8. Passt auch gut in die übergeordnete Bild 680, 11.680 auch eine Marke. Die 11.6, wie gesagt, Quartalsstart auch wichtig gewesen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Zone. Wenn man dort dynamisch durchbricht, ja, dann sollte man mit Beise-Dips am besten mal einen Monat Pause machen. Weil dann kommt eben der Rutsch, wo man auch wieder in den 10.000er-Bereich laufen sollte. Ganz wichtige Zone hier. Oberhalb Bullen die besten Chancen. Bisher ist ja der Klammermodus noch aktiv am Juni-Aufwärtstrend, aber sehr zuversichtlich sieht das eben nicht aus. Ist schon wirklich ein Entlanggeschiebe und wenn man dort durchbricht, kommt vielleicht mal etwas Dynamik auf. Wir gehen jetzt noch in den Tagesschart hinein, da sind wir auch schon fast fertig. Jede Kerze stellt einen Tag dar und ja, hier ist nochmal die Zone zu sehen, 165, 230, 250 ist die erste entscheidende Zone in der nächsten Woche zum Wochenauftakt. Oberhalb haben die Bullen erstmal die Chance, von der 165 Richtung 260 zu laufen. Wenn wir den wieder nehmen, wäre die Tür Richtung 315 wieder offen. Die Pfeile zeigen es, dass man diese Range ausbilden könnte. Darüber geht es weiter über die 350 zu 410. Wäre dann aber eher eine Kerze für zwei Tage. Also oberhalb der 165 alle Vorteile für die Bullen. Über die 230, 260 als erste Spanne. Darüber, wenn wir dort drüber kommen, 315. Dann eigentlich mal hochschließen, wäre dann diese Zone wieder offen über die 350 zur 410. Im Übrigen gibt es alle Marken auch auf tradingportal.net im entsprechenden Artikel zum Nachlesen. Unterhalb reinkommen, dann wäre die Spanne der Vorwoche Richtung mittleres Bollinger Band vorerst wieder aktiv über die, also 165 zur 13.120, 13.060 und hier das mittlere Bollinger Band, welches am Montag bei 13.030 verlaufen wird. Dann wäre diese Spanne hier, dieser Cluster, aktiv. Unterhalb vom mittleren Bollinger Band geht es hingegen weiter wieder über die 12.975 zur 12.920, wichtige Zone. Auch der Juni-Trend verläuft und jetzt als Kombination kommt noch der GD38 dazu, orange, wäre diese Zone aktiv. Darunter wird es wirklich erstmals eine Eintrübung geben, die vielleicht sogar Dynamik mit sich bringen könnte, auch wieder beim DAX, also Abwärtsdynamik unterhalb 57, 700 und darunter die 610 aktiv. Ich fasse also kurz zusammen, der DAX war ein Outperformer in der vergangenen Woche, aber durch die Divergenz, die nun abgebaut ist am US-Markt, könnte er
den US-Markt wieder 1 zu 1 nachbilden. Weitere Schwäche könnte das den Hangelmodus beenden. Im Fokus steht zum Wochenauftakt auf alle Fälle die 165 oberhalb Spanne aktiv 230, 260. Darüber 115, 315 im zweiten Schritt, über die 350 zur 410 möglich. Kommen wir unterhalb rein, 165, geht es hingegen im ersten Schritt zu 120 und zum mittleren Bollinger Band bei 13.030. Bruch führt zu Test der wichtigen 11.920er Marke. Nun gut, das soll es auch gewesen sein. Die nächste Woche, wie gesagt, sie bringt doch etwas Spannung mit sich. Wir haben den großen Verfallstermin, der kann auf alle Fälle für irrationale Bewegungen noch sorgen. Speziell am Donnerstag und Freitag kann sich das bereits auswirken. Ansonsten Montag bereits wieder Brexit-Gespräche. Da läuft ja nun eine große Frist auch bald ab zum Monatsende. Es sieht sehr danach aus, dass die Gespräche scheitern können. Aber auch die Notenbanken. Vor allem die Notenbank-Sitzung der Fed, aber auch von Japan und England dürften für Spannung sorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Abo da, gerne mit Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist. Oder hinterlasst zumindest einen kleinen Like, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch bis dahin noch ein schönes Wochenende und vielleicht sehen wir uns dann auch bald auf tradingportal.net im Trading-Chat. Ciao!